Servus Freunde und schön, dass ihr reingeklickt habt. Ich habe nämlich eine brandheiße News für euch, die vor allen Dingen dann interessant ist, wenn ihr euch für The Last of Us interessiert. Aber die News ist nicht zwingend, ja, genau das, was wir eigentlich hören wollen. Aber es bewahrheitet sich immer mehr, dass die Gerüchte, die wir seit vielen Monaten inzwischen haben, ja offensichtlich stimmen werden. Denn The Last of Us Part 2 wird wohl eine echte native PlayStation 5 Version bekommen. In der Regel wird dann von The Last of Us Part 2 Remastered gesprochen und würde ja Sinn ergeben in dem Kontext, dass das gleiche schon damals mit Teil 1 passiert ist. Das wurde ja am Ende der PlayStation 3 Ära released und bekam dann, als die PlayStation 4 erschienen ist, auch kurz darauf ein Remaster. Und The Last of Us Part 2 bekam dieses Remaster noch nicht. Es gab lediglich ein verhältnismäßig kleines, kostenloses Update für die PlayStation 4 Version, die das Spiel aber nicht zu einer PlayStation 5 Version gemacht hat, sondern lediglich ein, zwei Features hinzugefügt hat, wie eben die 60 Bilder pro Sekunde. Eine wirklich echt verbesserte Version gab es bis dato nicht. Ich will an der Stelle gar nicht darüber sprechen, ob das Ganze richtig oder sinnvoll oder nötig ist, denn nötig ist es so oder so schon mal nicht, weil das Spiel sieht auch weiterhin wunderbar aus. Aber von Notwendigkeit kann man in solchen Fällen eh nicht sprechen, weil Remakes und Remaster sind eigentlich niemals wirklich notwendig. Sind sie sinnvoll oder sind sie einfach vernünftig oder eine gute Idee? Darüber ließe sich allerdings tatsächlich dann immer noch diskutieren, weil, ja, wie gesagt, The Last of Us Part 2 ist noch nicht so alt, sieht immer noch sehr gut aus. Andererseits muss ich aber sagen, es würde gerade sehr gut passen, dass ein Remaster wirklich für die PlayStation 5 kommt, weil, wie gesagt, das gleiche ist schon mit dem ersten Teil passiert und inzwischen wurde dieser Teil ja sogar nochmal mit einem echten Remake versehen, auch wenn das Remake spielerisch enttäuschend war, weil es einfach gar nichts Neues geboten hat, lediglich technisch wurde das Ganze natürlich wirklich hübsch auf die PlayStation 5 gebracht und das war auch vollkommen in Ordnung. Gerade für Neuankömmlinge ist das natürlich eine hervorragende Version und dann macht es natürlich auch erst recht Sinn zu sagen, und jetzt könnt ihr auch Teil 2 in dieser PlayStation 5 Version in der gleichen Qualität eben genauso spielen. Das finde ich an sich auch nicht schlecht. Auch für Sammler, für jemanden wie mich, der ein Fan ist, der einfach gerne auch mal ein Spiel sammelt, der hat dann im Regal tatsächlich beide Spiele perfekt in einer PlayStation 5 Version nebeneinander stehen. Allerdings, ich bleibe dabei, natürlich ist das nicht nötig und die Ressourcen wären insgesamt definitiv besser woanders aufgehoben. Im Hintergrund könnt ihr jetzt auch sehen, wo ich diese Informationen denn her habe. Natürlich war Insider Gaming da nämlich wieder sehr, sehr flott und die beziehen sich auf Informationen von PlayStation Size oder PlayStation Game Size. Die sind bekannt für Leaks und fürs Data Mining und die haben eben auf X gepostet The Last of Us Part 2 als Titelbild und als Überschrift steht da PS5 mit einem grünen Häkchen, also quasi als bestätigt. Die Informationen hat man sich dazu wohl direkt quasi von der PlayStation-Datenbank geholt. Da gibt es offenbar irgendwie schon einen Eintrag für die native PS5-Version von The Last of Us Part 2. Und das lässt eben darauf schließen, dass auch eine offizielle Ankündigung nicht mehr weit entfernt ist. Und wenn dem so ist, dann bietet es sich natürlich an, in ein paar Tagen das Ganze offiziell zu machen, denn da finden dann die Game Awards statt. Und das wäre vielleicht der perfekte Zeitpunkt, noch zum Jahresende etwas aus dem The Last of Us-Universum anzukündigen und vielleicht wird man diese Chance nutzen. Also der 8. Dezember könnte da ein ganz heißer Termin sein. Und ich bleibe dabei, wie ich schon vorhin mehrfach gesagt habe, nötig ist das Ganze nicht, aber ich werde dann mit Sicherheit wieder Opfer meines Fan-Daseins. Ja, ich liebe dieses Spiel einfach. Es passt aber absolut ins Schema und ja auch als Werbezweck, sage ich mal, ist das vielleicht gar nicht mal verkehrt, denn es ist ja inzwischen bestätigt worden, dass schon Anfang 2024 die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der TV-Serie zu The Last of Us passieren und 2025 soll das Ganze dann fertig sein, sodass wir dann eine zweite Staffel gucken können und dann macht es vielleicht Sinn, keine Ahnung, 3, 4, 5 Monate vorher eben nochmal Teil 2 auch als Videospiel komplett neu zu vermarkten. Also ich kann den Sinn dahinter durchaus verstehen, auch wenn ich es nicht optimal finde. Aber abschließend könnt ihr mir gerne eure Meinung wie immer sagen. Wie steht ihr dazu? Werdet ihr da schwach und werdet sagen, yo, ich bin am Start? Oder habt ihr vielleicht vorher Teil 2 noch gar nicht gespielt und freut euch einfach auf ein Remaster, weil ihr dann einfach Teil 1 und Teil 2 komplett als PS5-Version spielen wollt? Was auch immer eure Meinung ist, schreibt sie mir gerne in die Kommentare und ich freue mich, von euch zu hören. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.